Für Rauschtour opfert Kevin seinen Jahresurlaub. Helene Fischer Ultra. Dieser Fan will 39 Konzerte besuchen. Mit Campingstühlen bewaffnet geht es mitten in der Nacht los. Ganze 18 Stunden vor Konzerteinlass stellt sich Kevin Nowicki in die Warteschlange. Das große Ziel, ganz vorne an der Bühne zu stehen, um Helene Fischer möglichst nah zu erleben. Mindestens 39 Mal möchte der 32-Jährige sein großes Idol dieses Jahr sehen. Kevin plant 39 Konzerte zu besuchen. Kevin hat ein Porträt von Helene auf dem linken Oberarm tätowiert. Auf dem anderen Arm stehen persönliche Liedzeilen, die Helene ihm als Antwort auf seine Fanpost geschrieben hat. Es ist also klar, der 32-Jährige ist ein Mega-Helene-Fan. Der Kita-Leiter war bereits auf über 100 Helene Fischer-Konzerten. Für die neue Rauschtour plant Kevin insgesamt 39 Konzerte zu besuchen. Dabei kosten die Konzerttickets zwischen 150 und 280 Euro. Neben seinem Vollzeitjob als Kita-Leiter hat der Fan deswegen noch einen Nebenjob angefangen. Doch für das Vorhaben geht nicht nur viel Geld, sondern auch der Jahresurlaub drauf. Andere fliegen in den Urlaub, wir gehen halt auf Konzerte, erklärt der 32-Jährige im RTL-Interview. 600 Kilometer angereist, vielleicht ein bisschen Helene verrückt. Um die ersten drei Shows von Helene Fischer in Hamburg zu erleben, reist Kevin extra 600 Kilometer aus Karlsruhe an. Partner Marcel Küfer und seine gute Freundin Michaela Arc sind ebenfalls große Helene Fischer-Fans und immer mit dabei. Ich glaube, wir sind eigentlich ganz normal. Vielleicht ein bisschen Helene verrückt, sagt Kevin. Und für die Schlagerqueen ist ihnen kein Weg zu weit. Helene Fischer ist dankbar. Auch Helene Fischer weiß, was die Fans für den Besuch ihrer Show auf sich nehmen, erzählt die Sängerin im RTL-Interview. Es ist nach wie vor für mich nicht selbstverständlich. Und gerade nach diesen Zeiten, den schweren Zeiten für alle, die jetzt noch genauer entscheiden, zu welchen Konzerten sie gehen, bin ich wirklich erfüllt und dankbar, dass das immer noch so funktioniert und dass ich immer noch so viele Arenen füllen darf. Kevin hat nach den Veranstaltungen in Hamburg jedenfalls noch 34 Konzerte vor sich. Und diese Erlebnisse sind ihm die Strapazen und jeden Euro wert. Die Shows von Helene Fischer in der Westfalenhalle Dortmund treiben die Preise für Hotelzimmer massiv in die Höhe. Teils kosten sie das Doppelte. Helene Fischer startet heute, Dienstag, 18. April, ihre Showreihe in der Westfalenhalle Dortmund. 5 Konzerte sind geplant, und die Schlagersängerin hat Großes vor. Die täglichen Shows vom 18. bis 23. April versprechen nie zuvor gesehene Bilder. Überwältigendes Bühnendesign, mitreißende Choreografien und Herzschlagmomente, die einem den Atem rauben. Die fast ausverkauften Shows treiben auch die Hotelpreise in Dortmund in die Höhe. Billige Zimmer ab 45 Euro sind zwar noch spontan zu haben, stand Dienstagmittag. Aber beim Vergleich zwischen diesem und nächstem Dienstag fällt auf, der Preis für ein Doppelzimmer in den guten City-Hotels hat sich teils verdoppelt. Helene Fischer in Dortmund treibt Hotelpreise hoch. Dabei sind beide Dienstage gut vergleichbar. Der BVB hat kein Heimspiel, und es läuft keine Messe in der Westfalenhalle. Dafür gibt es jeweils ein Konzert in der Westfalenhalle. Am 18. April spielt Helene Fischer, am 25. April Dieter Bohlen. Am Samstag, 22. April, müssen sich Fans allerdings auf Park- und Anreisechaos gefasst machen. Parallel zum Konzert von Helene Fischer spielt der BVB zu Hause gegen Frankfurt, 18.30 Uhr. Hier eine Übersicht über die Zimmerpreise der größeren Dortmunder Hotels im Einzugsgebiet der Westfalenhalle. Jeweils beim Konzert von Helene Fischer und eine Woche danach, Doppelzimmer für 2 Personen,